Und es gibt kein zweites Mal in Deutschland. Das ist Deutschlands größte mobile Eisbahn. So, da braucht man auch verdammt viel Mut für, um das zu machen, um dieses Wagnis ja auch einzugehen. Vor so einer Kulisse, Herr Oberbürgermeister, das gibt es kein zweites Mal. Und dann noch ein guter Wagen in Wiesbaden. Also ich glaube, und Deutschland müssen die Menschen herkommen, um das zu sehen und das zu erleben. Und ich will mich vor allem ganz herzlich bedanken. Ich will mich bedanken, liebe Teilnehmer, bei Ihnen und der Sporthilfe insbesondere. Das ist mir riesig. Viele Sponsoren, die bereisen, sich zu beteiligen. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. Wir wünschen Ihnen ein einzigartiges Erlebnis. Leute, kommt nach Wiesbaden, das muss man erlebt haben. Das Herz schlägt höher, aber es ist wie bei vielen solchen Gelegenheiten der Ministerpräsident. Wir sind einer Meinung. Das würde man nicht immer erwarten, aber wer so nicht anders ist es. Wir sind einer Meinung, es ist wirklich zauber. Die Kulisse ist großartig, es ist fantastisch, wie sich das einfügt hier auf dem Bowling Green. Aber wir werden hier wirklich tolle Chance und ein großartiges Erlebnis hier mitten in der Stadt haben. Vielen Dank. Glücklich, Sophie, wir haben eine traumhafte Kulisse. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bielmann-Pirette, einmal die Kufe greifen und dann über den Kopf ziehen. Ja. Das üben wir für nächstes Jahr, okay? Hier, guck mal, große Klasse. Ja. 9,5 Jahre alt. Wahnsinn, ne? Ein Riesentalent.